Emily ist Mitte 30, sie hat soeben ihren Job verloren, fällt in ein tiefes Loch und begeht schließlich einen Selbstmordversuch. Und da, am Nullpunkt ihres Lebens, beginnt die eigentliche Geschichte. Da, wo es nicht mehr weitergeht, da geht es dann erst richtig weiter. Durch die Arbeit mit den Toten im Bestattungsdienst findet sie zurück ins Leben. Und als suchende Seele und durch eine Ich-Werdung geht sie in eine ganz neue Richtung.